So, wir sind nach einer ganz kurzen Pause wieder zurück bei unserem hochbeliebten und höchsten Maße geschätzten Graf Saint-Germain. Grüß Gott, Herr Graf. Es Herr ist Graf, eine Ehre. es ist uns eine Ehre, Herr Graf. Sie haben uns ja gerade berichtet, wie Sie vor circa 12.000 Jahren vor der Sintflut gemeinsam mit Erich von Däniken in dem Atlantischen Reich auf außerirdische Lebensformen gestoßen sind. Ja, Sie haben uns erzählt, es waren verschiedene Lebensformen. Sie hatten Reptiloide unter anderem, oder? Erzählen Sie uns davon. Hatten Sie persönlichen Kontakt oder haben Sie sich rein als Götter verehren lassen und man kam gar nicht an Sie heran? Wie war das, Herr Graf? Naja, ich hatte so eine Art Kastensystem vorgeherrscht, unter den verschiedenen Rassen, unter anderem auch haben sich ja, wie Sie auch schon gesagt haben, reptiloide Wesenheiten in dieser Zivilisation auch eingefügt und mitgelebt. Und ja, und es war ja so, Erich hat zu mir gesagt, ja, Saint-Germain, ja, war ein bisschen kleiner, so, ja, Saint-Germain. Ja, glaubst du sie jetzt endlich? Glaubst du sie jetzt? Ja, und ich habe euch dann gefragt. Erich, ja, du bist ein Genie, du hast, ja. Aber soll ich das? Ja, er ist ohne Zweifel, wenn das denn alles stimmt, was er sagt, ganz sicher einer der großen Geister unseres Jahrhunderts. Herr Graf, ja, also vielleicht will Sie das nur uns noch ganz kurz berichten. Warum lachen Sie, Herr Graf? Es ist mir eine Ist Ihnen eine Geschichte eingefallen? Ja. Erzählen Sie uns diese, Herr Graf, wenn die so lustig ist. Da treibt mir den Schweiß raus, da drückt es mir raus. Na, das halte ich nicht aus. Dann erzählen Sie uns das doch, Herr Graf. Ja. Oder wollen Sie kurz eine Pause machen, Herr Graf? Ach, es geht schon. Es geht schon, gut. Okay, dann bitte berichten Sie. Ja. Erich und ich, wir beide haben uns im Palast befunden vom damaligen König von Atlantis. War das ein Mensch? Es war Oder ein Zwischenwesen? im Prinzip ein Zwischenwesen. Also halb Mensch, halb Gott, halb außerirdisch, ja. Man kann es so benennen, ja. Man würde es heutzutage so bezeichnen. Aha, wie hat man damals dazu gesagt? Chimäre vielleicht, oder? Nein, damals hat solche. Es war ein ganz anderes Gedankensystem. Man kann es mit dieser Zeit halt nicht mehr vergleichen. Andere Verstehe. Werte haben gezählt, es war alles anders. Ja. Ja, die Menschen damals, Graf, die waren ja auch um einiges größer. Ich habe ja mal gehört, der Sauerstoffanteil war um einiges höher in der damaligen Zeit. Darum gab es wesentlich größere Pflanzen, größere Tiere, Dinosaurier. Können Sie uns davon vielleicht noch irgendetwas berichten? Ja, es wurden diese gigantischen Tiere, die sich auch in dieser Atmosphäre, dieser künstlichen Atmosphäre befinden, Künstlich. künstliche Atmosphäre, ja. Von den Göttern erschaffen. Von den Göttern erschaffen. Unglaublich, Herr Graf, unglaublich. Ja, Sie wollten uns noch etwas erzählen, was Sie eben erlebt haben mit Erich von Däniken. Was war das? Ja, Erich ist ein Forschergeist. Ein Forschergeist. Er ist ein grandios, grandios. Und ja, wir haben uns, wie gesagt, in diesem Palast befunden. Und ja, wir wurden fürstlich bedient.
Die wurden sozusagen als Reisende der Zeit erkannt und sehr geschätzt und geehrt. Herr Graf, Sie haben erneut Besuch. Wir müssen leider noch mal kurz unterbrechen. Ja.